3, 2, 1. Hey Fresh Family! Was geht ab? Fresh, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Jo, ich freue mich. So, Leute, willst du reden? Oder? Nee, du darfst reden. Ich darf reden, ja, so wie immer. So, Leute, ihr habt es im Titel gelesen. Wir verraten euch heute den Namen von der kleinen Maus. Genau. Vorher wollten wir euch zeigen, wie Caden mit einem Baby umgeht, weil genau. Er gerade die Kuppe genommen hat. Wir befinden uns, muss man sagen, gerade bei meiner Mami, denn Alicia hat heute Geburtstag. Schreibt mir in die Kommentare, Hashtag Happy Birthday Alicia. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir wollten heute unbedingt das Video hochladen, in dem wir euch erzählen, wie die kleine Maus heißt. Deshalb drehen wir das jetzt hier ab. Und Caden hat gerade die Puppe aus dem Zimmer von Alicia geklaut und hat so fleißig ihr die Flasche gegeben und den Schüttler gegeben etc. Und deshalb sollte er das jetzt einmal noch für euch zeigen. Wir sind heute zu fünf, Leute. Genau, heute sind wir zu fünf. Haben wir adoptiert, ne, Leute, nur mal so. Also, ja, Alicia ist auch hier, Alicia sitzt da. Alicia, sag mal hi. Hi. Und ich bin sieben. Genau, sie ist sieben geworden und ja, sie musste sich einfach melden, Leute. Dein Baby hat Hunger. Oha, langsam, Kay, langsam Mitgefühl. Man muss dazu sagen, dass die kleine Maus die Brust bekommt, also keine Flasche. Das heißt, er kommt eigentlich nicht dazu, die Flasche dem Baby zu geben, aber trotzdem weiß er, wofür die Flasche ist. Aber wird das nicht bald kommen? Dass ja, früher oder später kriegt sie natürlich auch die Flasche, aber... Und okay, dann kannst du ihr auch die Flasche geben, ne? Gib mal. Machst du das? Wah, wah, wah. Guck mal, sie weint. Musst du so machen, vor dem Papa. Oh, alles gut, alles gut. Hier. Oh, dann ist Baby ruhig. Ja, dann ist Baby ruhig. Leute, habe ich das gut gemacht, seid ehrlich. Wir hatten in dem Geburtsvideo einen Kommentar angepinnt, dass ihr in die Kommentare schreiben sollt, Hashtag herzlichen Glückwunsch. Und haben dorthin geschrieben, dass wir uns drei aussuchen werden, die wir grüßen werden. Und heute ist der Tag der Tage, wo wir endlich auch jemanden grüßen. Genau, es wird schon ganz lange von euch erwartet und viele haben immer wieder in die Kommentare geschrieben, könnt ihr uns grüßen und wann grüßt ihr endlich etc. Deshalb, heute ist es soweit. Wir haben uns drei ausgesucht, per Zufall muss man sagen, ich habe gescrollt, habe den Finger raufgehalten und dann war es die Person. Also werden jetzt drei Leute gegrüßt und dann geht's weiter. Warte mal, bevor es losgeht, habe ich ein Anliegen. Geht alle auf Daisys Instagram, da haben wir ein Bild gepostet von der Kleinen, die Kleine pennt und... Schreibt bitte alle unterm Bild Hashtag Fresh Family. Yay. So, an alle Leute, die uns verfolgen und feiern, Leute, wir schätzen das sehr. Wir lieben euch auch. Ihr seid ein Teil der Familie, einfach der Fresh Family. Ohne euch gäbe es uns nicht, Leute. Und deswegen, wir schätzen das richtig, dass ihr uns verfolgt. Und ihr schreibt uns auch auf Instagram, wann kommt wieder was Neues, wann kommt wieder... Das ist so heftig, Leute. Und natürlich versuchen wir euch immer den Tag zu versüßen. Leute, und da steckt eine Menge Arbeit dahinter, Leute, ihr wisst es. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das ja schätzt, indem ihr ein Abo da lasst oder nur einen Daumen nach oben gebt. Und uns interessiert das auch, ja, dass ihr die Kommentare voll bombardiert. Und das könnt ihr auch jetzt machen. Schreibt in die Kommentare, wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Wie alt seid ihr? Wie lange seid ihr schon dabei? Wann habt ihr angefangen, überhaupt unsere Videos zu schauen? Und Kane macht gerade Lärm, aber ich ignoriere das. Und, Leute, das wäre auf jeden Fall richtig fresh. Das war vor lang, ne? Hast du die Namen schon gesagt? Achso. Ich hab dich ja komplett auseinandergenommen. Komplett aus der Bahn geworfen. Okay, also ich fange mal mit der ersten Person an. Und zwar, Leute, gehen herzliche Grüße raus an Katja Hübner. Katja Hübner, hey, was geht ab? Hey, wir grüßen dich. Jo. Danke, Katja Hübner, dass du unsere Videos schaust. Genau, und so fleißig kommentierst. Okay, dann darfst du den nächsten nennen. Sollte ich machen, weil sie den Namen nicht aussprechen kann. Der Name ist echt schwierig. Aber, Leute, ich mache es. Okay, also. Leute, schöne Grüße gehen raus an Hawal Südemann. Super, liebe Was Grüße an dich. Hawal Südemann. Merhaba, Sen Sevirim. Heißt doch irgendwie, ich liebe dich oder so. Und noch? Und schöne Grüße gehen raus. Eli Pale 18. Eli Pale 18. Liebe Grüße von Ich weiß nicht, ob das jetzt Deutsch oder Englisch ist. Eli Pale 18, aber egal. Wenn du das Video schaust, schöne Grüße gehen raus. Genau. An dich. Das war's auch schon. Ja.
Genau. Und ich denke mal, oh, guck mal hier, wie schön das ist. Das wäre das richtige Baby. Ich würde sagen, dass wir das mit dem Grüßen jetzt öfter machen, oder? Ja, das wollten wir auch schon die ganze Zeit machen. Aber Leute, ihr müsst ja bedenken, wir haben immer so viel auf dem Schirm und dann drehen wir das Video und dann vergessen wir das. Aber ja, wir versuchen das nicht zu vergessen. Vielleicht werden wir sogar am Anfang des Videos Leute grüßen und am Ende. Genau. Ich meine, das ist ja eigentlich nur ein Screenshot. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Genau. Und dann suchen wir ja drei Leute aus. Ja. Auf ganz entspannt. Und nicht sauer sein, falls nicht rankommt. Also Leute, wie gesagt, wir lesen uns wirklich die Kommentare durch. Das ist keine Lüge. Ja. Und ihr seht ja immer, dass wir ein Herz abgeben. Und ich feiere das, was ihr macht. Nicht nur, dass ihr schaut, was wir machen. Ich feiere auch, was ihr macht. Und ja. Ja, da wollen wir sagen, mal nicht so viel reden, ne? Da haben wir schon, aber... Genau, wir haben echt schon viel geredet, aber... Weil wir euch lieb haben. Wollen wir jetzt mal hier einen Cut setzen, denn ihr wollt wahrscheinlich den Namen jetzt wissen. Ja. Das Ding ist, kennst du, man hat so Angst und man denkt sich so, was ist jetzt, wenn wir den Namen sagen und auf einmal, ey, kommt, die bombardieren uns die Kommentare vor, was ist das für ein scheiß Name? Sag mal, wo habt ihr den Namen her und was für eine Bedeutung und bla 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 und dies und das und... Pizza! Oh, Pizza! Ja, gleich gibt's Pizza! Genau, Oma ja, schön lecker Oma Pizza gemacht. Pizza und ja, was soll ich sagen? Eins wollte ich noch sagen, wir haben ja in einem Video gesagt, dass ihr erraten sollt oder ihr erraten dürft, wie die kleine Maus heißt. Keiner von euch ist auf den Namen gekommen. Ja, das hat leider niemand geschafft. Deshalb. Aber doch, Gianna schon. Ja, Gianna, okay. Aber es war ja eigentlich klar, dass wir... Gianna ist auf jeden Fall mit dabei. Gianna ist auf jeden Fall, ja, der Zweitname. Ist schon safe. Und ja, Hut ab an die, die es ja, richtig erraten haben, aber es ist nicht der erste Name. Genau, also Gianna ist richtig, aber es ist nicht der erste Name. Und man muss dazu sagen, dass uns das mit dem Namen ja nicht ganz so einfach gefallen ist, ne? Also, es hat länger gedauert. Erst am zweiten Lebenstag hat sie ihren Namen bekommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, es ist ein wunderschöner Name, wir finden ihn wunderschön. Er hat eine schöne Bedeutung, aber darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Und ja, dann würde ich sagen, darfst du den Namen bekommen. Also Leute, die Kleine heißt... Kinaya Gianna. Ja! Also, kannst du das auch nochmal sagen? Also nochmal. Kinaya Gianna. Kinaya Gianna. Alicia, sag mal Kinaya Gianna. Kinaya Gianna. Richtig! Ja. Leute. Halt, stopp. Jetzt ist Caden dran. Caden, sag mal Kinaya Gianna. Kinaya. Gianna! Kinaya! Richtig! Hey, richtig! Noch einmal! Nochmal! Kinaya! Kinaya! Gianna! Kinaya! Das musst du noch lernen! Guck mal, sie pennt, er weckt sie gleich! Gib mir mal einen Kuss! So Leute, okay, das war's eigentlich, würden wir sagen. Und Leute, sehr, sehr wichtig, folgt Caden auf Instagram. Er hat sehr, sehr schöne Bilder. Papa hat sehr schöne Bilder geschossen und das auch gepostet. Geht da mal rüber und gebt mal Caden ein Like und ja, schreibt mir in die Kommentare Hashtag KFresh. Ich wollte ja einmal noch kurz auf den Namen zurückkommen. Und zwar, die Bedeutung bzw. die Herkunft des Namens stammt aus Afrika. Das war ja so unser Wunsch, dass das dann auch so beibehalten wird, weil Caden tatsächlich auch... Auf jeden Fall, genau, Caden ist ja auch ein afrikanischer Name und deshalb wollten wir gerne, dass Kinaya auch einen afrikanischen Namen bekommt. Ja. Und die Bedeutung des Namens lautet komplett. Also komplett. Wir sind jetzt komplett, sie hat uns komplett gemacht und deshalb, genau, fanden wir den Namen einfach wunderschön und der passt auch zu ihr. Und ja, jetzt sind wir ganz glücklich und haben einen Namen und sie hat einen Namen und ja, das passt einfach. Ja, und Leute fragen sich bestimmt so, wie seid ihr auf den Namen überhaupt gekommen? Ja. Erstmal meinte ich doch Kinaya. Ja, genau. Wir saßen da im Krankenhaus um 23 Uhr abends irgendwie und er war kurz davor nach Hause gehen zu wollen und dann sagt er so, Kinaya. Ja, und kam so, irgendwie so, Leute, ohne Spaß. Oh. Ich habe mir die ganze Zeit schon Gedanken gemacht und ich wollte den Namen mit K haben, unbedingt wegen Caden. So, das war das, was wir uns gewünscht haben und das wäre auch scheiße, wenn wir jetzt irgendeinen anderen Namen genommen hätten, zum Beispiel jetzt Aliyah oder Melina oder Nala oder Nila oder keine Ahnung.
oder Mia oder Juna oder was auch immer. Wir haben ja viele Namen gelesen. Aber was wir sehr, sehr oft gelesen haben, war Kaydina oder Stacy, weil die meinten, ja, Daisy und Stacy passt. Ja, und. Aber ja, wir haben uns auf Kinaya geeinigt und ja, wir sind glücklich. Und schreibt auf jeden Fall, Leute, in die Kommentare, wie findet ihr den Namen? Könnt ihr den Namen überhaupt aussprechen? Wenn ja, schickt mal eine Sprachnotiz. Ich höre mir die auf jeden Fall an. Ich höre mir das auch bitte an. Schickt einfach, Leute, schickt einfach nur eine Sprachnotiz, wie ihr den Namen sagt. Kinaya Gianna. Ich will mir das geben. Bestimmt können das nicht alle aussprechen. Ich finde das so witzig. Wie gesagt, geht auf Daisys Instagram und schickt alle eine Sprachnotiz. Ich höre mir das an. Und dann schicken wir euch einfach nur ein Herz als eine Antwort. Oder ein Lachsmiley oder was auch immer. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Da ist ein bisschen lang gezogen. Aber ja. Ja, Leute, dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat, dass euch der Name auch so gefällt wie uns. Ja. Und wenn ja, lasst uns auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar, vergesst nicht uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Genau. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. Bye, 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 bye.